Willkommen zu Conan Exiles. Wir haben uns diesen Charakter hergestellt und werden uns jetzt mal die Welt ein wenig anschauen. Behold, Bonded One, the very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways, lie the wild places of the world. Where untamed savages make endless war upon each other. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. Ja, wenn es immer wieder so Ruckler gibt oder mal Lags, nicht wundern, das Spiel ist nämlich ein Online-Spiel. Also ich spiele das jetzt auch online auf einem PvE-Server. Und gleich vorab einen Trick. Wenn man sprintet, gibt es hier einen Bug. Links oben geht die Ausdauer runter. Wenn man jetzt von vorne drauf schaut. Ah, okay. Der Bug wurde schon behoben. Denn wenn man von vorne beim Laufen drauf geachtet hat, drauf geschaut hat, ist die Ausdauer nicht mehr gesunken, sondern wieder gestiegen. So, und wenn ich auf 4 drauf bleibe, kann ich Sachen einsammeln. Das werden wir auch gerade jetzt im ersten Part extrem viel machen. Eigentlich das ganze Spiel über. Denn es besteht quasi aus Farmen. Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. So, ich sammle hier absichtlich schon hauptsächlich Steine ein, denn wir gehen jetzt hier ins Menü. So. Und stellen uns eine Steinaxt und einen Steinpickel. Ah, Steinpickel kann ich noch nicht, ich brauche noch Äste. So, das sind Äste. So, jetzt habe ich genug Äste. Rechts unten sieht man dann die Warteschlange, bis der Steinpickel fertig ist. Und hier haben wir das Rad. Können wir ihn? Nein, wir können ihn nicht abbauen. Der gehört noch zum Tutorial dazu. Wir folgen jetzt einfach mal der Straße. Denn wir brauchen was zum Trinken. Wie man links oben sieht, das Wassersymbol ist gelb hinterlegt. Hat sich da jemand ausgelockt oder warum sind die bewusstlos? So, da vorne sieht es nach einer kleinen Oase aus. Einfach auf 4 drauf bleiben hin und wieder beim Laufen. Aha. Okay, alles noch friedlich. Alles gut. Und da vorne sehen wir schon ein Haus, was jemand gebaut hat. Okay, du bist nicht mehr friedlich.
den können wir jetzt abbauen. Wildfleisch erhalten. So, wenn wir schon da sind, können wir das Holz hier gleich mitnehmen. Ja, das wird gleich vorab gesagt nicht so ein ultra spannendes Let's Play werden, denn wir werden sehr viel sammeln, craften und dann auch bauen. Also Ziel ist es mal eine Basis zu bauen, die Welt etwas zu erkunden. Und die Story ist, ja, angeblich gibt es eine, aber die ist so unaufdringlich, dass man sie eigentlich gar nicht mitbekommt. So, ich möchte jetzt aber eigentlich zum Wasser laufen, denn mein Charakter möchte was zum Trinken haben. So, ich stelle mich ins Wasser, das sollte reichen. Und mit 4 kann ich interagieren und trinke. Okay, da hat jemand was gebaut, da hat jemand schon was gebaut, da hat jemand schon was gebaut. Diese Käfer geben etwas Leben zurück. Essen kann verderben. Okay. Das besitzt du nicht, das heißt, ich kann das nicht aufmachen. Und weil ich weiß, dass ich jetzt dann eine kleine Hütte bauen möchte, sammle ich auch schon Steine ein. Ich werde übrigens nichts schneiden, nichts vorspulen. Das ist das Spiel, wenn ihr es auch selber spielen würdet. Da vorne ist ein Krokodil. Das möchte ich ehrlich gesagt noch nicht kämpfen. Denn ich habe mir noch keine Waffe gebaut. Wildfleisch ist gut, das können wir nämlich dann gebrauchen, um es zu kochen. Nein, danke. Auf Wiedersehen. So, wo gibt es denn ein nettes Plätzchen, wo wir eine kleine Hütte aufstellen können? Sie muss nicht unbedingt groß sein. Ich finde es hier eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Es ist grün, es laufen Gegner herum, die ich
abschlachten kann quasi. So, aber ich soll mich jetzt erstmal anziehen. Das heißt, ich erstelle hier Kleidung und ein Bett noch nicht, denn dazu brauche ich noch drei Zwirn. Dich kann ich herstellen. Dich kann ich erst herstellen, wenn ich einen Zwirn habe. Währenddessen können wir in die Attribute schauen. Verfügbare Punkte 5 Stück. Deine Stärke bestimmt den Schaden, den du im Nahkampf verursachst. Deine Beweglichkeit bestimmt deine Agilität beim Tragen verschiedener Kleidungsarten. Der Wert hat direkte Auswirkungen auf Rüstungen. Die Vitalität bestimmt deine Maximalgesundheit. Deine Präzision bestimmt den Schaden, den du mit Fernwaffen verursachst. Das Stehvermögen bestimmt deine maximale Ausdauer. Die Belastung legt fest, wie viel du tragen kannst. Je höher dein Belastungswert ist, desto mehr kannst du tragen. Dein Überlebenswert bestimmt, wie gut du unter harten Bedingungen überlebst. Außerdem wirkt sich der Wert darauf aus, wie gut du Nahrung verwertest. Okay, ich möchte aber erstmal 5 Punkte in Belastung stecken. Dann haben wir hier Talente. Das geben wir ein wenig später mal vielleicht etwas genauer durch. Wir haben 5 verfügbare Punkte und ich möchte auf jeden Fall Bau erlernen. Das Schwert hier möchte ich erlernen. Und Lagerfeuer auf jeden Fall. Nehmen wir das Schild noch. 2 weitere Punkte habe ich über. Dann lernen wir die Stufen. Und die Kiste hier. So, jetzt sieht man das hier rechts um einiges mehr. Jetzt, wir sind auch schon ein wenig angezogen. Fehlt mir dazu irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Warum stellt er es jetzt nicht her? Jetzt geht es. Aus dem Stein, da können wir jetzt auch. Also Sandsteinfundament brauchen wir. Erstmal 6 Stück. Da gibt ein nettes kleines Häuschen. Denn wir sollen ein Bett oder eine Bettstatt benutzen. Durchschalten. Ich baue es jetzt lieber ein wenig höher. So. Können wir nämlich unser Bett auch direkt daher legen einmal. So, und dann, wenn wir es benutzen, haben wir einen neuen Spawnpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, starte ich hier wieder. Dann möchte ich auf jeden Fall ein Feuer herstellen. Für eine Tür brauche ich auch noch 5 Zwirn. Mehr kann ich im Moment nicht. Okay, aber ich kann das Feuer schon mal. Das stellen wir hier in die Ecke. Das kann ich nämlich öffnen. Kann Brennstoff reingeben. Muss da kurz ins Inventar. Das wollte ich nämlich abfüllen, damit ich es da drin habe. Somit kann ich das reingeben und mit L2 schalte ich es an. Und während es an ist, kocht es automatisch mein Fleisch. Währenddessen
Okay, ich habe mir ein paar weitere Steine holen. Mein Charakter hat Hunger und deswegen koche ich das Fleisch gerade. Wenn dann nichts abbröckelt, einfach ein wenig herumlaufen. So. Wir haben die Karte hier. Oh, falsche Taste heranzunehmen ist R1. Sieht man, das ist unser Bett und ich muss weiter nach links. Und Hunger beginnt mich zu schwächen. Oh, er hat aufgehört. Fleischfetzen, das kann ich jetzt schon benutzen. Das nehme ich jetzt hier hin. Gebe es hier hinein und dann kann ich es. Ah. An das Menü muss man sich ein wenig gewöhnen. Mehr Steine. Die Spitzhacke, die Axt, das kann alles kaputt werden. Aber kein Problem, denn man kann es ziemlich einfach wieder reparieren. Jetzt ist es zerstört. Einfach anwenden und man sieht, es repariert sich von alleine. Währenddessen kann ich mir. Ah, Zwirn brauche ich. Zwirn, gut. Zwirn bekommen wir aus Fasern und Fasern bekommen wir, wenn wir Pflanzen abfarmen. Außerdem bekommen wir dadurch eine Handvoll Insekten. Die Insekten regenerieren unser Leben, wenn wir sie essen. So, wir haben jetzt ein paar Fasern bekommen und machen jetzt einfach auf jeden Fall das Schwert muss jetzt mal her. Die Tür können wir machen. Und eins, zwei, drei, nochmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun bräuchten wir eigentlich. So, die Tür können wir noch nicht, stimmt, dann brauche ich zuerst einen Rahmen. Rahmen ist das hier. Wie gesagt, an das Menü gewöhnt man sich. So. Die Pickaxt ist wieder repariert. Ja.
hier unsere. Ja, ist jetzt hier die Tür ran. Jetzt können wir sie öffnen und schließen. Im Moment können wir zwar noch hier rein, aber das werden wir auch noch ändern. Ich brauche aber mehr Sterne. Aber ich würde sagen, das war's für den ersten Part. Im nächsten Part sammeln wir weiterhin Sterne und werden das Haus weiterbauen. Also eher die kleine Hütte, hätte ich gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.